Ja, hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Auswandern nach Spanien. Es freut mich, dass ihr dieses Video euch jetzt anschaut. Das zeigt nicht nur mir, sondern auch dem YouTube-Algorithmus, dass ihr an das Auswandern nach Spanien Interesse zeigt und dass ihr auch wirklich vorhabt, nach Spanien zu ziehen. Ich lebe derzeit im wunderschönen Malaga hier in Andalusien. Nicht weit entfernt ist auch der Strand. Ein paar G-Minuten, ich sag mal, 3, 4 Minuten gemütlich, dann bin ich auch schon am Strand. Ja. Oben in der Ecke ist noch einmal verlinkt, wenn ihr auswandern wollt, zum ersten einmal die Podcast-Reihe Auswandern nach Spanien. Viele nützliche Informationen, derzeit sind 5 Teile online. Bitte schaut euch von Teil 1 bis Teil 5 alles in Ruhe an, beziehungsweise hört euch alles in Ruhe an. Der 6. Teil, die Sprachschulen, Online-Sprachschulen in Spanien. Der wird auch noch jetzt erscheinen. Ich gehe davon aus, noch im Laufe dieser Woche. Und ganz wichtig, auch noch einmal oben verlinkt, die Beantragung der spanischen Nummer. Denn wenn ihr länger als 3 Monate im spanischen Königreich leben wollt, braucht ihr die Nummer. Ihr braucht keine Agentur beauftragen für 300, 400 Euro oder für 200 Euro, denn ihr könnt die Nummer selber beauftragen und beantragen. Zum derzeit Preis von 9,84 Euro. Ihr müsst natürlich ein bisschen dafür tun. Es ist nicht viel, aber innerhalb von 2 Wochen habt ihr dann auch eure Nummer. Dieses Video beinhaltet jetzt einen kleinen Rundgang im Supermercado, also im Einkaufszentrum, quasi im Einkaufsladen in Barcelona, und möchte euch zeigen, wie die Preise hier in Spanien derzeit sind. Und ihr könnt auch in den Kommentaren mal hinterlassen, wenn ihr die Preise seht. Sind die Preise für die Produkte in Deutschland billiger oder teurer? Ja, schreibt dann auch bitte dazu, wie zum Beispiel Bananen, das Kilo in Spanien betragt X. Dann könnt ihr sagen, oh, in Deutschland kosten sie aber Y oder, um Gottes Willen, die sind viel, viel günstiger. Ja, ich habe sie beim Aldi, bei Rewe, bei Netto gesehen für nur so und so viel Euro, so und so viel Cent. Ja, also ich möchte auch nicht lange reden, sondern wir starten durch hier aus dem Macedonia, dem Supermercado. Nach meinem kurzen Intro geht es dann auch gleich los. Also bleibt dran.